Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zu unserem zweiten Teil. Bisher haben wir nur darüber gesprochen, dass der Religionsbegriff eine relativ komplizierte Geschichte hat, dass es sich um ein universales Phänomen handelt, dass es außerhalb der westlichen Welt zwar gibt, aber dass es nicht unbedingt Begriffe außerhalb des Westens dafür gibt. Nur unsere eigentliche Frage, was eigentlich Religion ist, haben wir bisher noch nicht beantworten können. Das heißt, wir suchen immer noch nach einer Definition von Religion. Gut, bevor wir jetzt allerdings damit anfangen, uns konkrete Versuche anzuschauen, wie man Religion definieren kann, sollten wir uns erstmal klar machen, was wir eigentlich von einer Definition erwarten. Und da sind zunächst mal zwei Punkte wichtig. Also, erstens einmal gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ich an das Projekt Definition herangehen kann. Die eine Möglichkeit ist, ich schaue mir verschiedene Beispiele für die Sache an, die ich definieren möchte, und liste dann deren wesentliche Eigenschaften auf, um herauszufinden, was das eine Merkmal ist, das all diesen Gegenständen zukommt. So eine Art von Definition könnten wir eine deskriptive Definition nennen. Also ich kann die Bedeutung des Begriffs, den ich definieren möchte, mit Hilfe der Definition bestimmen. So, die andere Möglichkeit, wie ich an eine Definition rangehen kann, ist es, nicht einzelne Gegenstände anzuschauen und dann die Definition sozusagen rauszuziehen aus diesen Gegenständen, sondern ich lege von vornherein fest, was ich als Definition ansehe. Das heißt, ich sage, alles, was dieses oder jenes Merkmal erfüllt, fällt unter meinen Begriff. Eine solche Definition könnten wir ganz einfach eine normative Definition nennen. Ob ich jetzt den deskriptiven oder den normativen Ansatz wähle, das wird dann entscheidend, wenn wir es mit Problemfällen zu tun haben. Gerade so wie hier in unserem Fall von Religion. Also Problemfälle sind dann solche, bei denen unser intuitives Vorverständnis des Begriffs an seine Grenzen stößt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also, Sie stellen sich die Frage, ist eigentlich Hannover eine Großstadt? Um diese Frage beantworten zu können, müssen Sie natürlich wissen, was ist eigentlich eine Großstadt? Sie können jetzt den deskriptiven Ansatz wählen. Das heißt, Sie schauen sich verschiedene Großstädte an und suchen, ob es ein Merkmal gibt, das alle Großstädte gemeinsam haben. Also zum Beispiel eine bestimmte Einwohnerzahl oder muss es Wolkenkratzer geben, muss es bedeutende nationale oder internationale Institutionen geben und so weiter und so fort. Oder Sie wählen den normativen Ansatz und legen einfach fest, als Großstadt zähle ich alles, was mehr als 100.000 Einwohner hat. Beide Ansätze haben ihre Schwierigkeiten. Bei der deskriptiven Definition geraten Sie in das Problem, was machen Sie mit unklaren Grenzfällen? Also was machen Sie mit Fällen, bei denen Sie sich nicht eindeutig sicher sind, ob sie unter die Definition Großstadt fallen oder nicht? Entweder Sie müssen Ihre Definition anpassen oder aber Sie müssen Ihr Vorverständnis anpassen und Sie müssen eine Entscheidung treffen, welchen von beiden Wegen Sie gehen wollen. Bei der normativen Herangehensweise ist das Problem, naja, dass Sie möglicherweise mit unserem Vorverständnis in Konflikt gerät. Also wenn Sie einfach sagen, Großstadt ist alles, was über 100.000 Einwohner hat, dann ist zum Beispiel auch Salzgitter eine Großstadt. Nicht unbedingt das, was unserem Vorverständnis von Großstadt entsprechen würde. Wenn ich Ihnen sage, nennen Sie mal drei Großstädte, würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, New York, London, Salzgitter. Also, das ist die eine Vorbemerkung, die wir machen müssen. Es gibt normative oder deskriptive Definitionen. Wir müssen also herausfinden, will ich Religion normativ oder will ich Religion deskriptiv definieren? Und warum sollte ich den einen oder den anderen Ansatz wählen? Der zweite Punkt ist, eine Definition muss adäquat sein. Eine Definition ist dann adäquat, wenn sie ihren Gegenstand korrekt erfasst. Das heißt, der Begriff, den ich definieren möchte, und die Definition dieses Begriffes müssen das Gleiche bedeuten.
Beispielsweise, Sie wollen definieren, was eine gerade Zahl ist. Dann können Sie sagen, eine gerade Zahl ist eine, die ohne Rest durch 2 teilbar ist. In diesem Fall gilt, wenn eine Zahl gerade ist, dann ist sie ohne Rest durch 2 teilbar und umgekehrt. Die beiden Begriffe sind sozusagen austauschbar. Also das wäre eine adäquate Definition. So, und wann ist eine Definition adäquat? Ja, sie ist dann adäquat, wenn in der Definition eine Reihe von Bedingungen genannt werden, also Bedingungen, die der Gegenstand erfüllen muss, um unter die Definition zu fallen, die einzeln notwendig und zusammen hinreichend sind. Notwendig heißt, der Gegenstand muss dieses Merkmal haben. Das heißt, wenn etwas dieser Gegenstand ist, dann muss es auch das Merkmal haben. Also beispielsweise wäre eine notwendige Bedingung, um ein Vater zu sein, Kinder zu haben. Wenn jemand ein Vater ist, dann hat diese Person auch Kinder. Es gibt keine Väter ohne Kinder. Aber hinreichend ist das noch nicht. Man könnte ja auch eine Mutter sein. Erst beide Merkmale zusammen. Erstens notwendigerweise Kinder zu haben und zweitens notwendigerweise ein Mann zu sein, machen eine adäquate Definition von Vater aus. Hinreichend bedeutet, wenn die Bedingung erfüllt ist, dann haben wir es mit der entsprechenden Sache zu tun, ohne dass noch irgendwelche anderen Bedingungen erfüllt sein müssten. Also beispielsweise, eine Grippe zu haben ist eine hinreichende Bedingung, um Fieber zu haben. Aber notwendig ist das natürlich nicht, denn das Fieber kann auch auf irgendwelche anderen Arten und Weisen entstehen. Also eine adäquate Definition hätten wir dann gefunden, wenn wir eine Liste von einzeln notwendigen, zusammen hinreichenden Bedingungen für das, was wir definieren wollen, gefunden haben. Für die Religion heißt das, wenn wir eine Definition von Religion haben, dann sollte gelten, was immer die Kriterien in der Definition erfüllt, ist eine Religion. Und umgekehrt, was immer eine Religion ist, muss die in der Definition genannten Kriterien erfüllen. Wir sollten, wenn wir uns jetzt gleich die konkreten Definitionen anschauen, diese Punkte immer im Hinterkopf behalten. Erstens normative oder deskriptive Definition, zweitens adäquate Definition, ja oder nein. Okay, soviel dazu. Schauen wir uns jetzt also einmal ein paar konkrete Ansätze an, wie man den Begriff Religion definieren könnte. Es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Ansätze, wenn man versucht, eine Definition von Religion zu finden. Das eine ist der essentialistische Ansatz oder die essentialistischen Theorien. Das andere sind die funktionalistischen Theorien. Essentialistische Theorien versuchen, einen gemeinsamen Wesenskern von Religion zu finden. Funktionalistische Theorien versuchen, Religion zu definieren, indem sie sagen, welche Funktion Religion für das Individuum oder für die Gesellschaft erfüllt. Kurz und knapp gesagt, essentialistische Theorien fragen, was Religion ist, funktionalistische Theorien fragen, was Religion tut. Gut, schauen wir uns also jetzt mal den Essentialismus ein bisschen näher an. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da verschiedene Kandidaten dafür, was das essentielle Wesensmerkmal von Religion sein könnte. Ein Punkt, der immer wieder genannt wird, ist der Gottesglaube. Also Religion ist notwendigerweise ihrem Wesen nach Glaube an einen Gott. Das ist eine Position, die besonders in der Religionsphänomenologie des 20. Jahrhunderts vertreten worden ist. Also diese essentialistischen Vertreter wäre Religion eine Art irreduzibles Urphänomen, das nicht auf irgendwas anderes zurückgeführt werden kann und das in seinem Wesen in der Begegnung des Menschen mit der Gottheit und der Reaktion auf diese Begegnung liegt. Eine Religion ohne Gott oder ohne Glauben an Gott wäre also ein Widerspruch in sich. Dagegen ist jetzt allerdings oft und wahrscheinlich auch zu Recht eingewandt worden, dass es diverse Religionen gibt, die gar keinen Gottesbegriff kennen. Also beispielsweise der frühe Buddhismus. Natürlich im frühen Buddhismus, in den frühen Schriften des Buddhismus, finden wir das ganze Pantheon der indischen Mythologie wieder. Da treten ständig irgendwelche Götter auf. Aber auch die sind wie alle anderen Wesen der Vergänglichkeit unterworfen und unterliegen dem universalen Gesetz des Dharma. Also so etwas wie eine Begegnung mit dem Göttlichen kennt der frühe Buddhismus eigentlich nicht.
Manche Religionsphänomenologen beißen dann einfach in den sauren Apfel und sagen, na gut, dann ist halt eben der Buddhismus keine Religion. Also wir hätten es hier mit einem normativen Ansatz zu tun. Aber das gleiche Problem wie eben bei den Großstädten. Irgendwie läuft das nicht konform mit unserem Vorverständnis des Begriffs Religion. Wir würden ja wahrscheinlich doch schon sagen, auch der frühe Buddhismus ist eine Religion. Also hier bleibt uns nur die unbequeme Konsequenz, unser Vorverständnis revidieren zu müssen. Ein anderer, sehr viel populärerer Ansatz im Essentialismus stammt vom deutschen Religionswissenschaftler und Theologen Rudolf Otto. Rudolf Otto hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben, das den Titel trägt Das Heilige. Und er identifiziert dieses Heilige als den Wesenskern von Religion. Das Heilige, das ist jetzt im Gegensatz zum Gottesbegriff kein Gegenstand, also kein Ding, kein Etwas, sondern das Heilige ist eine Form von Gefühl oder Erlebnis. Und dieses Erlebnis, das sich in religiösen Erfahrungen manifestiert, das ist das Entscheidende an Religion, sagt Otto. Nun, was ist dieses Gefühl? Otto verwendet dafür auch den Begriff des Kreaturgefühls. Also es ist das Gefühl der eigenen Kleinheit, der Schwäche, der Abhängigkeit, das sich einstellt, wenn ich etwas gegenübertrete, was größer, was mächtiger ist als ich. Und dieses größere, mächtigere als ich, das nennt Otto das Numinose. Und dieses Numinose ist ganz einfach nur definiert als dasjenige, was das Kreaturgefühl auslöst. Für dieses Numinose, was die Manifestation des Heiligen ist, dafür verwendet Otto auch die bekannt gewordene Formel des Mysterium tremendum et fascinans, also das Geheimnis, das uns erschaudern lässt, aber zugleich auch fasziniert. Also Sie merken, das Numinose wird nur definiert oder nur bestimmt über die Art und Weise, wie es auf uns wirkt, also wie wir es erfahren, was es in sich selbst ist als Gegenstand. Darüber sagt Otto überhaupt nichts. Also das Mysterium tremendum et fascinans. Geheimnisvoll ist es deswegen, weil es uns die Sprache verschlägt, weil es ganz anders ist. Es ist aber auch tremendum, also furchteinflößend, weil es groß ist, weil es mächtig ist, weil es unberechenbar ist, aber gleichzeitig ist es auch faszinierend, also faszinierend, anziehend. Es erfüllt uns mit Liebe oder mit Dankbarkeit. Und dieses Numinose, was das Erlebnis der Heiligkeit auslöst, das ist der Kern der Religion. In manchen Religionen realisiert sich dieses Numinose in Gestalt eines persönlichen Gottes, aber das ist nur eine Möglichkeit, wie man dem Heiligen begegnen kann. Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten. Der Glaube an Gott ist eine, aber keineswegs die wichtigste. Gegenüber dem anderen essentialistischen Ansatz, der den Gottesglauben in den Kern der Religion stellt, hat Ottos Ansatz jetzt natürlich den Vorteil, dass er auch an andere Religionen, die diesen Gottesglauben nicht kennen, anpassbar ist. Trotzdem gibt es auch hier kritische Einwände. Zum einen, woher weiß ich eigentlich, was Heiligkeit ist? Habe ich diesen Begriff der Heiligkeit nicht ohnehin schon aus einem vorher religiösen Kontext gelernt? Das heißt, ich muss eigentlich schon wissen, was Religionen sind, um Heiligkeit verstehen zu können. Ich erfahre, was Heiligkeit ist, zum Beispiel im Gottesdienst oder in der Meditation, aber eben nicht im Fußballstadion oder beim Ausfüllen der Steuererklärung. Das heißt, ich lerne den Begriff Heiligkeit erst dann, wenn ich sowieso schon verstehe, was Religion ist. Und wir bewegen uns hier offensichtlich in einem Zirkel. Darüber hinaus kann man noch den ganz ähnlichen Einwand vortragen, dass Otto ja sozusagen das Pferd von hinten aufzäumt, wenn er sagt, zuerst kommt das Heilige und dann heftet sich sozusagen der Gottesbegriff daran an. Denn wie komme ich zum Begriff der Heiligkeit? Wie mache ich überhaupt die Erfahrung der Heiligkeit? Otto tut so, als wäre die Heiligkeit einfach primär da und dann kommt in zweiter Linie irgendein Gegenstand dazu. Aber ist es nicht eigentlich andersrum? Lerne ich nicht oder verstehe ich nicht den Begriff der Heiligkeit erst, wenn ich ihn an einen Gottesbegriff anknüpfe? Also nicht das Heilige führt zu Gott, sondern die Heiligkeit kommt von Gott. Scheint also, als hätten die essentialistischen Definitionen einige Probleme. Wie sieht es dann mit den funktionalistischen Definitionen aus? Kommen wir mit denen vielleicht besser zurecht? Nun,
Funktionalismus müssen wir hier erstmal kurz erklären. Funktionalismus heißt, wir definieren Religion über die Funktion, die sie erfüllt. Und mit Funktion ist hier ganz allgemein gesagt gemeint, etwas, durch das etwas anderes zustande kommt. Oder um es einfacher zu formulieren, eine Funktion ist etwas, das eine bestimmte Rolle spielt. Nehmen Sie als Beispiel dafür jetzt mal James Bond. Sean Connery, Pierce Brosnan, Daniel Craig sind alle James Bond. Warum? Nicht, weil sie alle irgendein bestimmtes inhärentes Merkmal gemeinsam hätten, das sie alle zu James Bond macht, sondern weil sie alle die gleiche Rolle spielen oder die gleiche Funktion erfüllen. Prinzipiell könnte jeder und jede James Bond sein, egal was er oder sie ist. Hauptsache, er oder sie spielt diese Rolle. Nun, und was ist die Rolle, die Religion spielt? Also eine klassische Variante dieses Funktionalismus stammt von dem polnisch-amerikanischen Ethnologen und Religionswissenschaftler Bronisław Malinowski. Malinowski entwickelt ganz generell eine funktionalistische Theorie der Kultur. Er sagt, die Kultur ist für den Menschen ein Instrument, um seine Bedürfnisse zu regulieren und seine Probleme zu lösen. Tiere brauchen das nicht. Tiere haben ihre Instinkte und die steuern ihr Verhalten der Umwelt gegenüber. Menschen fehlen diese Instinkte. Und dieses Defizit kann der Mensch kompensieren, indem er eine Kultur erfindet. Und im Rahmen dieser funktionalistischen Theorie von Kultur ist die Funktion von Religion Klarkommen mit existenziellen Bedrohungen. Also der Malinowski erklärt das ganz gut am Beispiel des Todes. Wenn ein uns nahestehender Mensch stirbt, dann ist das ein Problem. Für uns, aber auch für die Gesellschaft, in der wir leben. Also der Tod eines nahestehenden Menschen löst Angst aus, Verzweiflung, den Wunsch, sich zurückzuziehen, er beeinträchtigt vielleicht unsere Arbeit und so weiter und so fort. Und das ist ein Problem für die Gesellschaft. Das Individuum fällt aus seiner einzelnen notwendigen Rolle für die Gesellschaft raus. Da kommt die Religion ins Spiel. Durch Bestattungsrituale, durch eine religiöse Mythologie, durch eine Erlösungslehre vielleicht sogar, können diese negativen Emotionen aufgefangen und kanalisiert werden, sodass die Gesellschaft insgesamt wieder stabilisiert wird und das Individuum seine Funktion innerhalb der Gesellschaft erfüllen kann. Ganz ähnlich bestimmt dann auch in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts der deutsche Soziologe Niklas Luhmann Religion als ein Instrument zur Kontingenzbewältigung. Das heißt, die Kontingenz, die Zufälligkeit, die Gefährdung unseres Lebens wird durch religiöse Überzeugungen kompensiert. Dummerweise gilt jetzt auch für diese funktionalistischen Theorien, dass sie so ihre Probleme haben. Einerseits sieht es nämlich so aus, als ob diese Theorien oder diese Definitionen empirisch nicht adäquat sind. Also Malinowski sagt, die Funktion von Religion besteht darin, Gesellschaften zu stabilisieren. Aber was ist denn dann bitte schön mit Religionskriegen? Was ist mit religiösem Terrorismus? Hier scheint Religion gerade nicht die Funktion zu haben, Gesellschaften zu stabilisieren, sondern eher das Gegenteil. Darüber hinaus, was ist denn das eigentlich für ein komisches Harmonieideal, das da im Hintergrund steht? Was ist denn das effektive Funktionieren einer Gesellschaft? Und nach welchem Maßstab kann ich eigentlich bemessen, welche Gesellschaften gut funktionieren und welche nicht? Und schließlich, diese funktionalistischen Definitionsansätze scheinen irgendwie zu weit zu sein. Denn es fällt mehr darunter als nur Religion. Was ist denn zum Beispiel mit einer Nation? Was ist mit Ideologien? Was ist mit Sport? Was ist mit Hobbys? Was ist mit Kunst? Was ist mit Familie, Fernsehen, Internet und so weiter und so fort? All diese Dinge tragen dazu bei, Kontingenz zu bewältigen oder meine Funktion innerhalb der Gesellschaft in irgendeiner Weise zu definieren oder festzulegen. Sind das dann auch alles Religionen? Also offensichtlich scheint dieser funktionalistischer Ansatz, den Begriff der Religion viel zu weit zu fassen. Es fallen Dinge darunter, die eigentlich gar nicht religiös sind. So, es sieht jetzt also so aus, als würden beide Ansätze nicht zum Ziel führen.
Ist das aber wirklich ein Problem? Brauchen wir wirklich eine Definition von Religion? Ich würde sagen, so schlimm ist das alles gar nicht. Wir kennen es aus dem Alltag sehr gut, dass wir viele Begriffe ohne größere Probleme verwenden können, obwohl wir nicht in der Lage sind, sie zu definieren. Also nehmen Sie als Beispiel Obst. Jeder weiß, was Obst ist, aber könnten Sie sagen, was die Definition von Obst ist? Hier an dieser Stelle hilft es uns wahrscheinlich weiter, wenn wir einen kleinen Blick werfen in Wittgensteins philosophische Untersuchungen. Wittgenstein führt in diesen philosophischen Untersuchungen den Begriff des Sprachspiels ein, der uns an der Stelle hier jetzt noch nicht so sehr interessieren muss. Er legt sich dann den Einwand vor, ja, wie kann man überhaupt von Sprachspielen sprechen, wenn man nicht vorher geklärt hat, was eigentlich mit Spiel gemeint ist? Also brauchen wir nicht irgendwie eine Definition von Spiel, damit wir diesen Begriff des Sprachspiels überhaupt verwenden können? Und Wittgenstein, sagt, nee, brauchen wir nicht. Wir können den Begriff des Spiels sehr gut ohne eine Definition verstehen. Denn schauen wir mal hin, suchen wir nach einem gemeinsamen Merkmal, das alle Spiele gemeinsam haben, wir werden nichts finden. Also er schreibt hier, Sie haben den Text auch in ausführlicher Fassung in Ihren Unterlagen, betrachte zum Beispiel einmal die Vorgänge, die wir Spiele nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiele, Kampfspiele und so weiter. Was ist allen diesen gemeinsam? Sag nicht, es muss ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen sie nicht Spiele, sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist. Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften sehen, und zwar eine ganze Reihe. Wie gesagt, denk nicht, sondern schau. Also wir schauen uns die verschiedenen Spiele an, suchen nach Gemeinsamkeiten und finden nichts. Wittgenstein sagt, das ist kein Problem, denn das, was wir finden, wenn wir hinschauen, ist etwas, was er Familienähnlichkeiten nennt. Kein einzelnes gemeinsames Merkmal, das sich durch alles durchzieht, sondern eine Reihe von diversen, verschiedenen Merkmalen, die alle in mehr oder weniger starker Ausprägung vorhanden sind, in größeren oder in kleineren Teilen. Er schreibt, ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren als durch das Wort Familienähnlichkeiten, denn so übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen. Wuchs, Gesichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament und so weiter und so weiter. Und ich werde sagen, die Spiele bilden eine Familie. Und genauso können wir sagen, die Religionen bilden eine Familie. Religionen, haben bestimmte Merkmale miteinander gemeinsam. Keines dieser Merkmale ist essentiell. Und die verschiedenen Merkmale sind in mehr oder weniger starkem Ausmaß ausgeprägt, aber bei manchen vielleicht auch gar nicht vorhanden. Natürlich würde es dann immer wieder unscharfe Grenzfragen geben, Grenzbegriffe, Phänomene, bei denen wir nicht sicher sagen können, ob es sich um Religionen handelt oder nicht. Ist der Konfuzianismus eine Religion? Ist der Sozialismus eine Religion? Auf diese Fragen gibt es keine ganz eindeutige Antwort, weil das Konzept Religion nicht eindeutig ist. Das ist aber auch eigentlich kein Problem. Denn wie Wittgenstein ein bisschen weiter unten anmerkt, ich kann ohne Probleme sagen, warte hier auf mich. Und Sie werden ohne weiteres verstehen, was das Wort hier bedeutet. Auch wenn Sie nicht auf den Zentimeter genau festlegen können, wo jetzt eigentlich hier anfängt und wo hier aufhört. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, was Religionen sind, dann müssen wir den Weg über Beispiele gehen. Wir müssen Beispiele finden dafür, was wir so intuitiv unter Religion verstehen, diese Beispiele aufzeigen, zeigen, was daran religiös ist und dann sagen, mit Religion meine ich ungefähr so etwas.